mit einer kleinen Gruppe, mit einem kleinen Potpourri an Ahornen möchte ich euch heute bei My Bonsai & Koi begrüßen. Aber erstmal hi und herzlich willkommen. Ja, was haben wir heute vor? Nein. Wir machen heute nichts, was am Ende des Videos den Namen Bonsai verdient. Irgendwann vielleicht, in 5, 10 Jahren, wird dieses Dreigestirn hier vielleicht so in die Richtung Bonsai gehen. Aber nein, ich möchte euch heute mal ein Stück weit näher bringen, wie man mit ziemlich einfachen Mitteln Bäume in der Schale gestalten und hübsch herzeigen kann. Das Ausgangsmaterial: 3x Ahorn. Jungpflanzen, 2, 3 Jahre alt, jung, dynamisch, im besten Wachstumsalter. Die Quelle: Bonsai Fachhandel, ich sage jetzt mal so als Stichwort bonsai.de. Der Preis jeweils 5 Euro. Hier stehen also jetzt 15 Euro an Pflanzen vor euch und die kommen heute vielleicht auch wieder jeglicher Vernunft und Lehre in eine Schale. Weil, wie gesagt, ich möchte euch zeigen, wie man in ein paar Wochen, ein paar Monaten sich was Nettes zusammenstellen kann, dass man wunderbar pflegen kann, das hübsch aussieht, und dazu machen wir heute den Auftakt. Zudem, ganz ehrlich, ich habe inzwischen ziemlich viele Bäume, aber ach Gott, immer noch so viele Ideen, was man an neuen Projekten machen könnte. Und wenn der Platz ausgeht, dann müssen die Projekte halt auch das ein oder andere Mal ein bisschen kleiner werden. Ja, was habe ich vor mit euch? Wir holen jetzt erstmal diese 3 Ahorne, die genau wie folgt heißen. Also es sind alles Acer Palmatum, aber ich habe hier einen Orange Dream, der vor allem, wenn ich es richtig weiß, und so lehrt mich auch die Erfahrung mit dieser Baumart, die ich selber schon gemacht habe, vor allem im ersten Austrieb eine wunderschöne orangene Farbe hat. Dann habe ich hier einen Beni Maiko, der ins Grün-Rötliche reingeht. Und ich habe hier einen Going Green. Und da ist der Name vermutlich Programm. Da gehe ich mal davon aus, der wird knallig grün. Also es werden 3 verschiedene Arten. Gleiche Grundpflanzenart. Im Übrigen bei allen steht drauf Wuchshöhe 2,50 bis 3 Meter. Das werden wir natürlich versuchen zu verhindern. Und das dauert natürlich nicht Jahre, das dauert Jahrzehnte. Und wenn man sie im Garten einfach wachsen lässt, das machen wir aber nicht. Und deswegen holen wir jetzt die 3 Kameraden hier erstmal aus den Töpfen raus. Das mache ich jetzt bei einer Pflanze mit euch gemeinsam. Und die anderen 2 mache ich danach im Schnelldurchlauf. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Als ersten Kandidaten habe ich mir den Acer Palmatum Going Green ausgesucht. Ich mache jetzt erstmal das Schildchen weg. Da steht drauf 2 Jahre. Ich denke, das hat letztes Jahr noch gestimmt. Ich gehe davon aus, der Baum geht gerade ins dritte Jahr. Und wie ihr seht, treibt er wunderbar aus. Bis nach oben. Und da oben habe ich jetzt auch schon die erste Blattlaus erkannt. Das ist so eine Geschichte, die kommt bei Ahornen relativ häufig vor. Das hat einen ganz einfachen Hintergrund. Die Blattläuse lieben diese jungen Austriebe beim Ahorn. Und weil der Ahorn das ganze Jahr frisch produziert, ist so ein Bäumchen für die Blattläuse sozusagen eine unendliche Fressorgie. Den Dingern kann man aber auch einigermaßen gut Herr werden, indem man die Bäumchen abstrahlt. Wenn das überhaupt nicht mehr hilft, dann habe auch ich was zum Sprühen auf natürlicher, biologischer Basis im Räumchen hinter mir und setze das dann auch mal ein. Ja, aber was wollten wir machen? Wir wollten den Going Green aus seinem Pott holen. Ihr seht, der hat richtig schöne Wurzeln und die legen wir jetzt einfach mal frei.
probiere das ganz flott zu machen, weil wir haben ja drei vor uns. Ja, irgendwo ist er in der Nähe von Lärchen gestanden, da hat er nämlich Lärchennadeln. Und dieses aus dem Töpfchen rausholen, das ist deswegen natürlich schon mal interessant, weil es uns ja den ersten Blick offenbart, wo fangen eigentlich so die richtigen Wurzeln von diesem Bäumchen an, wie groß ist es denn eigentlich? Also ich erkläre die Sachen jetzt hier schon noch mal ein klein wenig ausführlicher. Ich denke, das ist auch ab und zu mal immer ganz angebracht, weil ja auch, so hoffe ich zumindest, der ein oder andere meinen Kanal neu entdeckt. Und dann nehmen wir noch ein paar Basics mit. Also hier unten könnt ihr jetzt relativ, ich will nicht sagen rabiat, aber schon ein Stück weit gewalttätiger vorgehen. Das Bäumchen hat unheimlich viele Wurzeln, seht ihr. Und wenn man in diesem Status ist, dass man jetzt schon ein gutes Stück vom Substrat weg hat, dann empfiehlt es sich eigentlich, es einfach mal mit dem Element Wasser zu versuchen. Und das machen wir jetzt. Ja, da diese Jahreszeit, alles was Eimer, Schüssel oder sonst irgendwas ist, wir haben übrigens März 2022, Anfang zweite Hälfte, wunderschöner Sonnentag, alles bei mir im Einsatz ist, um irgendwelche Substratmischungen oder sonstige Sphagnum Moos und ach, was weiß ich was alles. Es ist also alles belegt, deswegen nehme ich hier so ein Schälchen, das ich auch beiseite gelegt habe. Naja, besser gesagt von meiner Frau beiseite habe legen lassen über den Winter. Die sind immer ganz gut geeignet für Abmoosungen, deswegen hebe ich diese Dinger ganz gerne auf. Und jetzt seht ihr, wie ich hier so, oh, ich glaube Sandro hatte das da letztes Mal in dem Video und ein Kommentar war, das Substrat aus den Wurzeln heraus massieren. Und diesen Massagevorgang, den zeige ich euch jetzt einfach mal aus der Nähe. Ich fand die Formulierung echt so geil, weil letztlich ist es ja so. Und ihr merkt auch und seht, dass ich hier jetzt schon ziemlich viel draußen habe an Substrat. Und ihr seht auch, bis dahin war der Baum in der Erde drin. Und interessant wird er eigentlich erst ab hier. Ja, hier oben haben wir eine Wurzel stehen. Die nehmen wir auch gleich mal ab, weil die wird definitiv keine Rolle mehr spielen. Und so arbeite ich mich jetzt langsam und allmählich nach unten. Was ich jetzt ganz spannend finde, ehrlich gesagt, ist, dass er hier eher seine Wurzeln bildet, denn wir wollen ja eine Gruppe machen und da ist es gar nicht so schlecht, wenn ein Bäumchen an einer Seite ein bisschen weniger an Wurzeln zu bieten hat. So, nochmal sauber durchgehen, vor allem die unteren Wurzeln ein Stück weit noch reinigen. Jetzt können wir hier mal unter den Baum schauen sozusagen. Bin ich noch auf dem Bild? Jawohl, sehen wir noch. Hier hat er natürlich immer so eine freie Fläche, haben die Bäumchen immer so eine freie Fläche, weil sie natürlich versuchen nach außen zu wachsen. Das hat dieser Ahorn wirklich hervorragend hingekriegt und deswegen, und weil es ja noch ein ganz zartes, kleines Pflänzchen ist und ich nicht alle Wurzeln in der Schale gebrauchen kann, reduziere ich die jetzt ein Stück weit. Da muss man sich jetzt auch nicht ganz große Sorgen machen. Das verkraften die Bäumchen super. Ihr seht hier, ich habe hier mega viele ganz tolle Feinwurzeln. Hier haben wir auch so einen, die geht nach unten, die machen wir auch noch weg. Und auch hier, diese hier, die machen wir den Weg, der nach unten geht, auch noch weg. Und jetzt habe ich hier einen schönen, flachen, hübschen Wurzelballen, der den ersten Teil in der Schale bilden soll. Jetzt ist es ganz wichtig, ich lasse das Pflänzchen jetzt hier mal drin stehen, denn vor allem wenn die Sonne so drauf knallt,
muss man immer darauf achten, dass diese Feinwurzeln, die die Quelle des Lebens für unser Bäumchen sind, natürlich jetzt in dieser Phase keinen Schaden nehmen. So, das war der Going Green. Und ich mache jetzt genau die gleiche Arbeit bei dem Beni Maiko und bei dem Orange Dream. Und dann sehen wir uns wieder. So, der Beni Maiko, der ist versorgt, aber beim Orange Dream, da wollte ich euch doch noch mal kurz dazu holen. Und am besten zeige ich euch das auch aus der Nähe. Denn, wie ihr hier erkennt, habe ich eine ziemlich lange Wurzel. Und die macht mir natürlich nach unten, naja, ein bisschen Problem ist jetzt das falsche Wort. Aber wenn ich in die Schale will, sollte ich schauen, dass meine Pfahlwurzel, die das ja mal war, nicht zu lange ist. Und ich mache das jetzt mal so. Schaut mal drauf. Ich nehme jetzt mal das hier unten weg. Und klar, das sind mächtig viele Wurzeln. Aber jetzt schaut mal hier, ich habe hier immer noch einen schönen Kranz und ich denke mal, das wird dem kleinen Ahorn deutlich und Dicke reichen, um weiter zu wachsen. Im Gegenteil, ich nehme ihn hier sogar noch ein Stückchen weg. Das wird sicherlich funktionieren. So, ich räume hier mal auf und dann schauen wir, was der nächste Schritt ist. Und da sind sie, meine drei kleinen Ahorne. Wurzelnackt sozusagen. Und jetzt beginnt natürlich das nächste Thema. Wir hatten ja gesagt, wir wollen sie in eine Schale setzen. Ich hole die mal kurz raus, damit die ein klein wenig abtropfen können hier. Und ich habe da natürlich einen Gedanken. Ich habe schon ganz, ganz, ganz lange so diese Vision oder diese Vorstellung, eine ganz kleine Gruppe in so eine ganz flache und ganz flache und größere Schale zu setzen. Soll ich euch näher ranholen, dass ihr es euch besser vorstellen könnt? Machen wir. Ja, so könnte ich mir das vorstellen. Das kleine Grüppchen hier nicht zentriert in der Schale, sondern eher in ein Drittel rübergezogen. Aber mit dem Orange Dream hier, der mir diesen Schwung im Stamm mitbringt, würde ich so Richtung der Mitte der Schale und auch der freien Fläche wieder rüberziehen. Hier könnte ich eventuell auch mit Draht ein bisschen was machen und hier der Going Green als stolzer Hintergrund. Das ist mal so die eine Option. Aber ganz ehrlich, ich finde es fast ein bisschen überdimensioniert in der Schale. Deswegen hole ich jetzt mal die zweite Option auf den Tisch und nehme die Gruppe hier raus. Das ist eine kleine runde Schale. Bin mir nicht ganz so sicher, ob die Farbe so richtig gut passt. Aber von der Größe her ist das mega. Das ist jetzt eine Schale, meine erste Schale von Frank Müller. Einem der sicherlich bekanntesten Schalenhersteller in Deutschland. Und ich wollte unbedingt mal sowas in dem Gelbton. Ich hoffe, das verträgt sich. Und ich finde eigentlich, das ist eine super Lösung mal für die ersten 2-3 Jahre hier für unsere kleine Gruppe. Und dann können wir uns immer noch überlegen, ob wir in was Flaches, Ovales reingehen. Aber jetzt im Moment, ich finde, das passt ganz gut und ich bereite die Schale und die Bäumchen mal entsprechend vor. Da ist sie. Die kleine Frank-Müller-Schale. Gitterchen drin und ihr seht, ich habe drei Spanndrähte jetzt fixiert, denn ich möchte ja auch drei Bäume in die Schale reinbringen. Von alleine waren die nicht stehen, deswegen ist der Draht einfach wichtig. Und jetzt machen wir hier mal mein normales Substrat, wie immer 40 Akadama, 30 Lava, 30 Bims. Viel brauchen wir bei dem Behältnis nicht. Und jetzt fangen wir an, so die Bäume ein Stück weit auszurichten. Ich fange an mit dem Going Green. Das ist auch der größte. Das seht ihr. Das ist jetzt schon mal gar nicht so schlecht mit diesen drei Drähten, weil ich kann jetzt, ich versuche es euch zu zeigen, hier entlang einen Draht ziehen und habe dann aber noch dieses Drahtpaar für den zweiten Baum und das Drahtpaar da hinten für den dritten Baum. So, dann
werden wir den Going Green doch einfach mal ganz grob in der Schale fixieren. Das ist jetzt einfach mal, damit er hält und wir ihn auch ein klein wenig ausrichten können. So, jetzt habe ich hier natürlich zwei Stämme nach oben. Das will ich eigentlich nicht haben. Ohnehin ist mir der Going Green. Ich komme hier noch durcheinander. Der ist mir schon ein Stückchen zu hoch, ehrlich gesagt. So riesig möchte ich das Bäumchen eigentlich gar nicht haben. Deswegen nehme ich ihn mal hier zurück und ich nehme ihn mal... Nein, ich nehme ihn an diesem hier. Seht ihr das ganz, ganz kleine Auge? Deswegen nehme ich ihn hier. Klar, einen Zentimeter Luft lassen. Hier nehme ich ihn weg. Wunde versorgen wir nachher noch. Und hier mache ich ihn jetzt auf diese Länge kürzer. Und wir haben das erste Bäumchen in der gelben Schale drin. Holen wir uns das zweite. Jetzt haben wir den Orange Dream. Ich hoffe, es stimmt immer noch, aber ich glaube schon. So, den setze ich jetzt hier. Der darf ruhig ein klein wenig hier rauswachsen. Und auch hier habe ich den Punkt, dass er mir schon viel zu weit geht. Schaut mal hier oben. Sind wir drauf? Ne, sind wir nicht. Eine unheimliche Verdichtung von Trieben. Und deswegen ist da die Verdickung des Stamms, das sieht nicht schön aus, eigentlich schon vorprogrammiert. Und deswegen nehme ich den jetzt hier mal weg. Ohnehin ist der hier mein Favorite, der wächst richtig hübsch. Sollten wir aber nur schauen, dass er so ein Stück weit ins Verhältnis zu unserem Going Green passt. Das tut er aber meiner Meinung nach. Und dann müssen wir uns noch über den Kamerad hier hinten unterhalten. Und hier habe ich auch wieder einen Trieb hier sitzen. Hier sehe ich kleine Triebe, hier sehe ich kleine Triebe. Damit der Baum vielleicht auch ein Stückchen hier reinkommt, weggemacht, ist er schnell. Machen wir auch hier einfach mal noch einen Rückschnitt und dann schnappen wir uns das für Orange Dream vorgesehene Drähtchen und geben dem auch mal so die erste Stabilität mit. Das ist nicht die Endposition, bei beiden nicht, das richten wir jetzt gleich aus, denn jetzt holen wir uns ja noch den Beni Maiko. Und den setzen wir jetzt an die freie Stelle. Auch hier hole ich mir einfach nur den Draht, damit er mal hier stehen bleibt. Denn über den müssen wir uns auch noch ein klein wenig unterhalten. Der geht jetzt hier schon ziemlich weit nach oben. Das habt ihr inzwischen, glaube ich, gemerkt. So auf ganz große Höhe stehe ich nicht. Deswegen nehme ich hier mal den inneren Ast weg und auch den hier. Hier habe ich wieder hübsche kleine Augen sitzen. Auch den schneide ich mit einem Abstand weg. Abstand klar, damit der Ahorn, der das sehr gerne tut, ein Stückchen zurücksterben kann. Jetzt habe ich hier noch diesen Ast, den will ich eigentlich noch nicht opfern. Ich sehe hier aber außerdem hier kein Auge. Deswegen mache ich den mal hier weg. Und ich habe hier diese zwei. Vom Prinzip her wachsen die mir eigentlich ziemlich gut im Konzept rein. Aber die haben hier schon unheimliche Internodien, sprich Abstände zwischen den Trieben. Und deswegen nehme ich jetzt zumindest mal den längeren zurück. Hoffe, dass er mir hier neue Knospen bringt. Und wenn nicht, habe ich hier noch einen Reservespieler mit auf der Bank. Aber jetzt, ganz wichtig, so zwischenrein, sollte man auch nie vergessen, zwischendurch die Feinwurzeln nass zu machen oder zu befeuchten. Natürlich ganz besonders, wenn das ganze Gebilde so in der Sonne steht. Jetzt werde ich noch ein Stück weit die Wurzelchen schneiden, wo ich jetzt schon sehe, dass ich sie nicht unter Substrat bringe. Und Substrat ist ein mega gutes Stichwort, genau um das kümmern wir uns jetzt. Jetzt werde ich nämlich hier anfangen aufzufüllen. Substratmischung hatte ich euch gesagt.
Ihr seht jetzt auch, das ist relativ viel feines Zeug auch mit drin. Wir haben ganz, ganz kleine Bäumchen, ganz, ganz feine Wurzeln. Deswegen habe ich mir gedacht, ich siebe das jetzt nicht ganz so extrem aus. So, jetzt will natürlich dieses Substrat hier in die Wurzeln eingearbeitet werden. Ihr merkt auch, die Bäumchen stehen noch nicht stabil, aber das ist jetzt im Moment auch überhaupt kein Problem. Die Schale ist dreckig, denn ich will hier jetzt ja auch noch unter die Bäume reinarbeiten. Es läuft auch richtig gut und jetzt ziehen wir die Drähte fest, wenn ich die Zange finde. So, fangen wir mal an mit unserem Going Green. Ich glaube, das ist der hier. Bisschen schräg. Alles, was ihr hier tut, ist keine Entscheidung, die für die nächsten 100 Jahre gilt. Im Gegenteil, das ist jetzt einfach mal eine erste Geschichte, damit die Bäumchen Halt bekommen. Und hier haben wir jetzt noch den Orange Dream. Last but not least, auch den drehen wir ein Stück weit fester. Jetzt kann ich natürlich diese Drähte hier abschneiden. Ich kann sie jetzt aber auch, nachdem vor allem der hier noch nicht so richtig gut steht, ich kann die natürlich auch ein Stück weit nutzen, die Wurzeln nach unten zu drücken, damit die mir nicht nach oben kommen. Und genau das mache ich jetzt hier auch mal durchweg bei allen. Einfach damit das Ganze hier jetzt noch richtig hübsch steht und stabil ist. Dann hauen wir natürlich die nächste Fuhre Substrat drauf. Das ist jetzt alle. Ein neues Töpfchen. Und machen jetzt mal das Substrat noch mehr in die Wurzeln rein. Naja, machen es rein. Ich würde sagen, wir versuchen es zwischen die einzelnen Wurzeln rein zu stochern. Es macht jetzt auch überhaupt nichts aus, wenn der ein oder andere Baum noch ein bisschen wackelt. Ihr werdet sehen, wenn wir uns diese Komposition in der gelben, ist sie noch gelb oder sieht sie eher grün aus, in der gelben Frank-Müller-Schale, wenn wir die uns in 5-6 Wochen anschauen, dann wackelt da im Normalfall gar nichts mehr, weil die Bäumchen schon so viel Wurzeln getrieben haben. Und jetzt gilt es einfach noch eins zu tun, nämlich Wasser. Viel, 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 viel Wasser. Und das mache ich jetzt. Und dann schauen wir uns das Ding nochmal zusammen an. So, jetzt gilt es natürlich, die schöne Schale auch noch sauber zu machen nach einem ausgiebigen Gießvorgang. Dabei fiel mir noch auf, dass ich mich hier von einem kleinen Stück noch trennen möchte, nämlich von diesem hier. Und jetzt werdet ihr sagen, was bleibt denn eigentlich noch übrig von den drei Ahornen? Nicht mehr ganz so viel, aber ich kann es euch versprechen, lasst uns das Trio in 4-5 Wochen anschauen. Dann dürft ihr euch ein Urteil bilden. Ich schmeiße hier jetzt noch, eher aus optischen Gründen, so ein bisschen feineres, ausgesiebtes Lavagranulat lege ich hier jetzt noch auf die Oberfläche. Verteile das noch ein bisschen mit den Fingern. Und dann darf diese Gruppe in mein Koi-Haus. Wird natürlich nachher nochmal angegossen. Alle guten Dinge sind nicht nur bei den Ahornen 3, sondern auch beim Gießen. Und in 3-4 Wochen, wenn die Blätter langsam grüner und kräftiger werden, werde ich anfangen zu düngen. Und versprochen, dann wird auch so ungefähr der Zeitpunkt sein, wenn wir das nächste Mal auf unsere kleine Gruppe schauen. Und eins wollte ich dazu noch sagen. Ich hatte ja am Anfang gesagt, 5 Euro pro Ahorn. Es muss ja nicht gleich eine Frank-Müller-Schale sein. Auch hier findet ihr für dick unter 10 Euro hübsche Gefäßchen, wo ihr sowas machen könnt. Und ich wollte jetzt einfach mal was Kleines. Und jetzt hoffe ich,
dass das Kleine erstmal groß wird, damit wir es dann wieder klein machen. Denn so funktioniert ja Bonsai. Groß, klein, groß, klein, groß, klein. Bis gleich. 3 Wochen. 3 Wochen stehen unsere 3 kleinen Ahorne jetzt hier in der kleinen gelben Schale. Und wie ihr seht, es tut sich was. Und wir sind an einem Stadium angelangt, wo ich sage, treffen wir doch schon 1 oder 2 Schnittentscheidungen. Und eine der Schnittentscheidungen wird hier dieser hier, weil ich möchte nicht, dass zwei, seht ihr es so besser, hoffe ich, dass zwei Äste auf gleicher Höhe sind. Deswegen nehme ich hier jetzt einen zurück, lasse ihn ein bisschen stehen, damit er zurückstauben kann. Und auch hier oben beginne ich schon ein Stückchen am Wachstum die Bremse rein zu drücken, denn wenn wir hier schauen, die Stämme entlang, habe ich überall kleine Knospen. Und das ist ja das, was ich fördern möchte, dass es nicht lange Stängel sind mit oben ein bisschen grün, sondern dass wir hier das ein oder andere Zweigchen aufbauen können. Ja, dazu dienen die Schnitte oben, damit der Baum mehr Energie in die Triebe auf dem Weg nach oben setzt. Ja, und das war's dann auch schon wieder für, naja, was haben wir? Erstes Drittel April ist vorbei. Im Moment grün mit großem Vorsprung, orange kommt so langsam und bei rot lässt sich im Moment zumindest erahnen, dass es rot ist. Und wenn wir rot, orange, grün am Baum haben, dann schauen wir das nächste Mal drauf. Knapp 3 Wochen sind vergangen seit unserer letzten Bestandsaufnahme. Wir haben jetzt Ende April und die 3 Bäumchen stehen inzwischen knappe 5 Wochen hier in dem kleinen gelben Pott. Und wir werden heute 3 Regionen ganz kurz anschauen. Und das ist die obere Region, die mittlere Region und die untere Region. Und wir fangen oben an. Ja, wenn wir jetzt oben hinschauen, dann haben wir genau das Szenario, was ich beim letzten Zwischenstand angekündigt habe. Wir haben grün. Naja, das Orange switcht so langsam auch in den Rot-Grün über. Und wir haben die roten Blättchen. Und die Mischung sieht doch richtig schön aus. Und wir gehen in die mittlere Region. Nach jetzt 5 Wochen werden wir in der mittleren Region das erste Mal so ein ganz klein wenig eingreifen. Und zwar an den Stellen wie hier. Ihr seht hier diese Blättchen, die wachsen nach innen. Die brauche ich nicht. Die mache ich weg. Das gleiche gilt hier an dieser Stelle. Auch hier haben wir einen Trieb, der nach innen wächst. Vorhin habe ich ihn weggekratzt. Jetzt schneide ich ihn ab. Das Ergebnis ist das gleiche. Und dann schauen wir noch hier oben so ein Stückchen hin. Wir versuchen immer zu vermeiden, bei Ahornen natürlich eine Stellung, dass auf einer Höhe 2 Ästchen kommen. Deswegen nehme ich jetzt hier einfach mal, das kann ich relativ willkürlich jetzt noch setzen, nehme ich den hier mal raus. Und ich habe hier auch überall noch weitere Triebe. Und das war es dann auch schon in der mittleren Region. Und nach 5 Wochen und einem guten Wachstum können wir jetzt auch mal dezent anfangen, unserem kleinen Arrangement ein wenig organischen Dünger einzuverleiben. Das mache ich hier, indem ich das auflege. Das dauert jetzt ohnehin ein paar Tage, bis hier was nach unten geht, aber es sollte dann auch dazu führen, dass wir nach oben weiteres Wachstum generieren. Und Wachstum oben bedeutet natürlich auch immer Wachstum hier unten bei den Wurzeln. Und dann würde ich schauen, wir schauen in ein paar Wochen, naja, so schnell wie der Ahorn wächst, vielleicht auch
schon in ein paar Tagen wieder auf unser Trio. Das Ding hier, das macht echt mega viel Spaß. Und jetzt, Mitte Mai, sind wir, naja, ziemlich genau 2 Monate, nachdem wir mit der ganzen Kreation hier überhaupt angefangen haben. Und jetzt schaut euch das mal an. Ich habe es gerade eben beim Gießen in die Hand genommen und dachte mir, nee, jetzt ist der Zeitpunkt, um an die erste Folge zu diesem noch kein Bonsai, aber Bäume in der Schale, einen Knopf dran zu machen. Ihr seht, das Bäumchen treibt hier weiterhin aus. Ihr seht auch die grüne Farbe, die gleicht sich gerade so ein klein wenig an. Die roten Blättchen werden immer blasser, gehen immer mehr ins Grüne. Und ich denke einfach mal, so richtig interessant wird dieses Arrangement das nächste Mal im Herbst. Aber da muss ich euch jetzt leider vertrösten. Vermutlich, naja, vielleicht wird es wieder ein Jahr. Vielleicht werden es sogar 2. Aber ich kann euch eins versprechen, ich werde über unser kleines Trio weiter berichten. Die nächsten Schritte werden sein, dass ich so ganz zart anfange, oben ein klein wenig zurückzuschneiden. Das mache ich irgendwann mal Mitte, Ende Juni. Da werde ich drüber filmen. Genauso natürlich werde ich filmen, wenn die Blätter sich im Herbst färben und so weiter. Aber für heute, hier und jetzt, war es das mit den 3 kleinen Ahornen in der gelben Müllerschale. Und ich hoffe, es hat euch ein klein wenig Spaß gemacht. Vielleicht auch dem einen oder anderen so ein bisschen Appetit. Bäume in der Schale sind nicht gleich Bonsai, aber auch in diesem Stadium können sie richtig schön, richtig hübsch aussehen. Und vielleicht hat der ein oder andere wirklich jetzt Bock und sagt, ey, sowas probiere ich auch mal aus. Würde mich natürlich sehr freuen. Genauso würde es mich freuen, wenn ihr mir A, einen Daumen da lasst und B, falls ihr es ohnehin nicht schon jede Woche tut, jetzt aber vielleicht auch Bock auf Bonsai bekommen habt, dann schaut einfach nächsten Freitag wieder rein. 18:30 bei My Bonsai & Koi gibt es ein neues Projekt, einen neuen Baum in der Schale, vielleicht sogar einen Bonsai. Mal sehen, was ich euch nächste Woche so zu bieten habe. Aber für jetzt und hier und heute hatte ich, glaube ich, gerade eben schon mal den blöden Spruch. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Tschüss, bis zum nächsten Mal und lasst uns gemeinsam den Anblick noch ein bisschen genießen.